Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion der Google Ads Masterclass als Teil dieses Kapitels, Teil der Skalierungstraining, explizit für IT-Experten und Softwareentwickler und Berater. In diesem Video schauen wir uns mal auf einer Metaebene an, warum so viele mit Google Ads scheitern oder auch an Google Ads Agentur outsourcen, die der Sache überhaupt nicht gewachsen sind. Insbesondere für diese sehr hochkomplexe, teilweise nicht ganz einfach zu bespielende Nische, Branche der Softwareprodukte und Dienstleistungen. Da wo das eine oder andere dann doch nochmal anders funktioniert. Und hier in diesem Video habe ich mir nochmal ein paar Notizen gemacht. Schauen wir uns einfach mal konkret an. Bei der Conversion-Optimierung, ja, es hängt letztendlich alles von Conversions ab. Das bedeutet, wir schalten grundsätzlich Conversion-Kampagnen, die Conversion-optimiert basiert sind. Und, das ist gleich mal der erste Punkt, mit einem sogenannten spezifischen Conversion-Ziel. Also es gibt unterschiedlichste Conversion-Ziele, Formate. Ja, also du kannst zum Beispiel einfach nur einen Button-Click als Conversion zählen, ja, und ähnliche Dinge. Du kannst sogar einen Webseiten-Besucher, der auf mehr als zwei oder drei Seiten, ja, Unterseiten sich dann weiter geschaut hat oder gelesen hat, wenn du zum Beispiel Blogbeiträge bewirbst über Google Ads oder ähnliches, das ist durchaus auch bei den ein oder anderen Fällen sinnvoll, bei sehr hohen Kundenwert, also Custom Lifetime Values, dass du einfach ganz, ganz kalte Audience einfach erstmal auf deine Blogbeiträge schickst, um sie wirklich aufzuwärmen und davon zu überzeugen, dass du hochwertige Kompetenzen, also wirklich auch Experte bist und so weiter. Das heißt, heute schauen wir uns einfach erstmal an, hier das erste, und das ist ein spezifisches Conversion-Ziel. Okay, das kann man nämlich auch in Google Ads einstellen. Und letztendlich, runtergebrochen, ist es nichts anderes, als wenn ich sage, okay, ich habe hier meine Google Ads, da klickt jemand drauf, dann kommt er auf meine Landingpage, da sollte sich in einen Termin eintragen, und dann kommt er auf die Danke-Seite, dann wird das Pixel gezogen und das ist dann eine spezifische Conversion. Okay, also das ist schon mal das Erste. Der nächste Punkt ist, dass du, wenn du das bei dir einrichtest, ja, dass du auf jeden Fall nur das Google Suchnetzwerk bespielst. Ja, das ist letztendlich, alles andere ist viel zu fortgeschritten für kleinere Dienstleister mit kleinerem Budget, Freelancer vielleicht sogar. Alles, was unter, sagen wir mal, 10.000 Euro im Monat Werbebudget ist, völlig uninteressant, irgendwas anderes zu machen in Google Ads als wie das Google Suchnetzwerk. Ne? Insbesondere was auf Text Ads, also wir sind hier im Bereich Responsive Text Kampagnen. Sorry, habe ich vergessen, die Überschrift. Wird dann auch eine Lektion sein, Responsive Text Kampagnen. Okay, das ist sozusagen die Überschrift der Lektion. Also für diejenigen von euch ist es eine ganz normale Search-Kampagne, ja, die schon 10, 20 Jahre vielleicht im Marketing-Game auch sind. Ja, nennt sich heute Responsive Text-Kampagne, ganz normale Search-Kampagne, die gab es vor 20 Jahren auch schon. Dann der nächste Punkt ist die Gebotsstrategie und das ist das Allerwichtigste. Und da machen einfach so viele immer wieder den gleichen Fehler. Die Gebotsstrategie ist nicht Conversion maximieren. Also wenn du das einrichtest oder einrichten lässt von einem Mitarbeiter, von einem Werkstudenten, häufig bei Startups, da sind dann letztendlich die Budgets knapp, ja, Personalkosten sind mit unter die größten Kosten, die es überhaupt gibt.
Dann sagt man, okay, wir holen uns schon hochwertige Softwareentwickler. Jetzt haben wir keine wirklich Personal, noch Geld dafür, hier super teure Experten für Google Ads reinzuholen. Ja, outsourcen wollen wir es auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann holen wir uns einen intern, aber da wir nicht so viel Geld haben, holen wir uns dann einen Werkstudenten. Ja, und der macht dann alles verkehrt und verbrennt dann einfach Geld. Und das ist einer der meisten Fehler, wo wir immer sehen bei unseren Kunden, wo halt weniger Erfahrene einfach den Fehler machen, dass sie die Gebotsstrategie